was auch kommt, ich werd sie nie verlieren, kann nichts dafür tun. Ich kann nur in ihr ruhen. Großer Gott, ich will dir danken für das, was du für mich getan hast. Großer Gott, du bist das Schönste mir.
So, und jetzt holen wir uns wieder etwas zurück in die Realität. Oh, danke. So weit war ich noch nicht. So, jetzt holen wir uns wieder zurück in die Realität. Ich sage, genug des Schmalzes. Jetzt Moment. Vatersprachler lesen dann Folgendes. Scham. Also Shin Mem ist Scham, ist das Hauptwort. Der Name, das doppelt aufgespannte Ort, und das heißt auch dahin, dort, ein geöffneter Ort, ist immer ein doppelt aufgespannter Wort. Ort wiederum, kann ich lesen, eine erweckte Erscheinung. All ist Gott, das wissen wir. Und Z heißt Geburtsgeber, rot geschrieben. Das heißt, der Name Gottes wird zum Geburtsgeber. Das ist die Matrix. Heute wollen wir ein bisschen weiter ausholen. Jetzt machen wir wirklich die Physik des dritten Jahrtausends. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt zuerst einmal an, was ich euch hier vorgeschlagen habe. Das ist also hier der Beginn. Karin, liest du das einmal nochmal? Das ist ganz wichtig. Das ist der Anfang von Ich bin, du mit. Hast du das Mikrofon? Siehst du? Ich muss aber mit meiner Stimme haushalten. Das ist das Problem, weil ich immer, wenn ich in Erscheinung trete, in einer Traumwelt, gelten auch für den Udo die Gesetze von dem träumenden Geist. Der Bestimmer für die naturwissenschaftlichen Gesetze ist der träumende Geist. Das heißt, wenn du in einer Welt, wenn du eine Welt bestimmst, wo du nicht übers Wasser laufen kannst, weil deine Logik dir das vorschreibt, das ist ein Programm wie in einem Videospiel, ist es zwangsläufig so, dass keiner übers Wasser laufen kann, sonst wäre das ja ein Wunder. Es wäre ja wie, wenn man aus dem Herz irgendeine silberne Box rausreißt, wo da nicht draufsteht. Insider verstehen den Witz. Jetzt liest doch mal bitte. Ich, UP, will dich jetzt an einige Worte aus dem Buch Ich bin du erinnern. Diese geistreichen Worte betreffen nicht nur alle Religionen, sondern sie gelten auch für die dogmatischste aller fanatisch-rechthaberischen Glaubensgemeinschaften. Und das ist die völlig gottlose ist gleich geistlose, offizielle, materialistisch orientierte Naturwissenschaft. Aber was will man von Menschenaffen? Nach eigener naturwissenschaftlichen Definition denn anderes erwarten als nur das geistlos nachgeäffte Rezitieren der göttlichen Weisheiten, die in den heiligen Büchern aller Glaubensgemeinschaften stehen. Und dazu gehören auch die Mathematik, Physik, Chemie und Biologiebücher der offiziellen Naturwissenschaft. Das, was in diesen Büchern steht, ist richtig. Genau so richtig wie das, was in den heiligen Büchern jeder anderen Religion steht. Die Falschheit und damit auch alles Übel in der Matrix entsteht erst durch die einseitige Auslegung der vollkommenen, metaphorisch zu verstehenden Symbolik dieser heiligen Bücher. Du unterwirfst dich den Informationen und den anerzogenen Glaubenssätzen und Dogmen, die du aus deinem Unterbewusstsein erfassen kannst, und bastelst dir dann daraus dein Weltbild. In dir liegt aber meine ganze Wirklichkeit. Alle möglichen Möglichkeiten des Daseins und alles Wissen der Menschheit ist in dir im Jetzt vorhanden. Viel mehr, als du aus allen Büchern der Welt jemals erfahren kannst. Reines Kopfwissen kann dir niemals den Duft einer Rose riechen oder lebensfrohes Kinderlachen empfinden lassen. Ich spreche hier nicht als Autorität oder Lehrer, sondern nur von Buch zu Mensch.
Du wirst aus mir, in Klammern dir, nur das herauslesen, was du in der Lage bist, in mich hineinzulesen. So wie du über mich urteilst, verurteilst du alle Dinge und Lebewesen in der von dir wahrgenommenen Welt. Recht haben wollen heißt immer auch Macht haben wollen. Es ist eine arrogante Anmaßung, bestimmen zu wollen, wie die Dinge sind oder wie sie zu sein haben. Nie wirst du den Sinn deines Daseins erfahren, solange du nur an deine selbstbestimmten Wahrheiten glaubst. So verhält es sich auch mit meinen gesamten Offenbarungsschriften. Nie wirst du ihren wirklichen Sinn begreifen und entschlüsseln können und sie im gesamten Zusammenhang verstehen, wenn du sie nur einer Analyse mit deinen selbst erfundenen Maßstäben unterziehst. Welch ein Widersinn! Wenn gerade scheinheilige Menschen glauben, zum Beispiel die Bibel erklären und auslegen zu müssen, dies ist eine der größten Sünden deiner Menschheit und die schlimmste Besudelung meiner heiligen Schriften. Die selbstständige Textexegese, das ist gleich eine Auslegung, fanatischer Besserwissers wurde zur Wurzel unvorstellbaren Leids. Dazu gehören vor allem die Vorfahren der jetzt etablierten Kirchen. Auch hier und gerade hier wollte der Mensch nur dirigieren, bestimmen und Macht beanspruchen. Macht, die immer Grenzen zieht. Oft drängt sich dem einsamen Sucher die Frage auf, weshalb meine Bibel so verworren und oft widersprüchlich erscheint. Ihre Aussagen scheinen undurchsichtig, ihre Absichten unbestimmt. Sobald man glaubt, einen Sinn gefunden zu haben, schon zeigt sich ein erneuter Widerspruch. Warum wird darin nicht klar ausgedrückt, was nun wirklich Sache ist? Die bewegten Abschnitte sind gerade die unergründlichsten. Denke an das Lied des Mose, im Deuteronomium an die Botschaft vom Kreuz, im 1. Korintherbrief, an das rechte Verhalten gegenüber den Irrlehren, im 2. Brief an Timotheus und die berühmten Kapitel im Daniel. Welch eine Fundgrube für dumme Besserwisser. Ein jeder Idiot, ist lateinisch einfacher Mensch, kann diese Texte nach seinem Gutdünken auslegen und damit auftrumpfen und beweisen, dass jeder andere sich mehr irrt als man selbst. Wie sehr berauschen sich doch solch dummen Menschen an der Esoterik meiner Offenbarungen. Fanatisch dichten sie Dinge in ihre aus dem Zusammenhang gelesenen Wortfetzen hinein, die in meinem ursprünglichen Kontext gelesen in der Regel das genaue Gegenteil bedeuten. Ein Dummer weiß immer alles besser, bis ein noch größerer Narr daherkommt. Aber allen fehlt der Blick auf meine wirkliche Weisheit. Die oft zitierten Verse aus Jesaja, Daniel und anderen Büchern lassen sich für jede Auslegung heranziehen und missbrauchen. Was diese Menschen für die richtige Exegese halten, ist nur das Spiegelbild ihres persönlichen Charakters. Meine Wirklichkeit wird sich immer hinter der Unwissenheit von fanatischen Besserwissern versteckt halten. So will es mein Gesetz. So, jetzt kleinen Moment. Das lassen wir jetzt gut sein. Ihr merkt, das ist also diese sanfte Art, euch neugierig zu machen. Und wir kommen zur Physik, wir kommen heute zur Wiedergeburt des Jupiters. Das ist jetzt der untere Abschnitt. Wir sind ja in Weißenburg. Das ist die Hebräica Stuttgarensica. Und da heißt es hier so schön. Das heißt, Herausgeber, also herausgegeben von K. Ellinger und W. Rudolph.
Und zuerst einmal hebraisieren wir diese Namen. Es gibt viele Möglichkeiten. Also nochmal, du kannst, wenn du ein deutsches Wort hast, kannst du im Wörterbuch nachschauen, was bedeutet das auf Hebräisch. Dann kriegst du natürlich eine riesen Palette meistens an Begriffen. Das Hebraisieren ist ganz neu. Das kommt nur durch diese Ohrenbarungen. Das heißt, du kannst irgendein Wort, eine Zeichenkette umsetzen in hebräische Zeichen und dann schaust du, was dann rauskommt. Und dann kommst du in die tiefere Ebene des Programms. Das heißt, jetzt, da haben wir natürlich viele Möglichkeiten. Da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, da habe ich schon genug drüber gesprochen. Kann man studieren in den Ohrenbarungen. Wir machen hier mal die einfachste Form. Da muss ich jetzt das aufmachen. Da sind noch einige Punkte, da kommen wir eh nicht ganz durch. So. Das ist jetzt zum Beispiel zuerst einmal die Buchstaben R-U-D. Rud. Ich reiße jetzt einmal den Udo auseinander. Das heißt, bestehen, frei umherschweifen, schweifen, ungezügelt ausschweifen. Ich kann das R immer als Kopf lesen. Das Rosch oder Rasch oder Resch. Das ist die Sache, das Aleph kann man fokalisieren, wie man will. Hat natürlich dann immer einen Sinn. Kopf. Und dieses Waf-D ist eine aufgespannte Öffnung. Darum heißt es dessen rational aufgespannte Öffnung. Das ist diese Rot-Blau-Lesung. Diese Lesung allein ermöglicht dir die Dora, ohne dass du ein Wort kennst, kannst du so, wenn du diese 22 Zeichen, die Rot- und die Blau-Bedeutung hast, kannst du eigentlich schon lückenlos die Dora lesen, ohne ein einziges hebräisches Wort anzuschauen. Kann ich euch demonstrieren. Dann kriegst du eine höhere Kontextebene. Das dessen, wieso ist das so komisch geschrieben? Das ist jetzt nur, D heißt die Eröffnung, S heißt Sein. Das Öffnen einer seienden Existenz ist eine rational aufgespannte Öffnung. Jetzt geht es natürlich weiter. Nächster Abschnitt ist OLF, das ist UINLF, das heißt einhüllen, ohnmächtig werden und verschmachten. Verschmachten. Jetzt haben wir hier schon, wir haben gerade den Schmalz, wir haben gerade schon den Schmalz gehabt. Ich habe gesagt, genug mit dem Schmalz. Scham ist der Name, heißt Name, Wort und dort. W-Ort ist ein doppelt aufgespannter Ort. Ich lasse immer ein Teil einfach einmal deutsch, wir können das dann auch hebraisieren. Und das ist D, ist ein geöffneter Ort. Das ist unser Zeichen hier, unser großes Symbol. Acht kann ich auch echt aussprechen. Das ist die weibliche Eins. Wenn ich jetzt dieses Acht, das schreibt sich übrigens, kommen wir mal hier vorne rein, Chedi alleine, hinten. Das heißt, in Schrecken versetzt werden. Shin R, das sind logisch, R steht immer für Rationalität. Shin R sind logisch berechnete Ecken. Erschrecken, erschrocken, erschüttert, erschreckt, erfüllt, zerbrochen. Aleph als Vorsilbe ist imperfekt. Ich werde, ich kann, ich soll. Damit hast du dann A-Chedi, ich werde in Schrecken versetzt. Das ist aber auch hier bei der Zählweise die Ziffer, praktisch die weibliche 1. Da steckt jetzt noch hier hinten mit drin die Schwester, Shinweh. Shinwaf heißt eine Nichtigkeit und Esther heißt, wo ich mich, Aster gelesen, wo ich mich versteckt habe. Ein Nichts, in dem ich mich versteckt habe. Das ist interessant. Und das 8, A-Chet-D, der Schöpfer und die kollektive Erscheinung, das ist immer Chet, unser Chet ist eine Kollektion, eine kollektive Erscheinung. Ich werde in Schrecken versetzt, in logisch berechnete Ecken versetzt. Ich gehe jetzt schon über in die Physik. Da kommen wir ja dann hinten noch unheimlich mit Zahlen dran. Und wie gesagt, das müsst ihr nicht wissen. Ich will euch bloß zeigen, dass es in eurer Welt keine Zufälle gibt. Und wenn du weißt, dass es keine Zufälle gibt, dass alles vorherbestimmt ist. Ich mache mal so eine Kleinigkeit. Ich sitze heute Morgen noch, bevor ich losfahre, in meinem Stuhl. Dann geht meine Frau, raumzeitliche Geschichte ist logisch, geht meine Frau auf den Balkon. Und dann sagt der Mensch, Hase, schau mal, die sagt Hase zu mir, interessant, Hase ist ja Dachtraum. Fahren wir da gleich einmal rein, einen kleinen Moment. Schau, das ist das H, das ist ein S und das ist ein He. Ach, jetzt habe ich Hase. H, S, He. So muss ich es tippen, denken wir doch. Eine Verschiebung. Das heißt, Fantasieren wachträumt mich. Sie denkt mich aus. Ich bin eigentlich nur eine Figur in dem Traum meiner Frau. Mein Weib. Das ist ja symbolisiert das Weltbild, wenn man Holofilling studiert. Also sie sagt, Mensch, Hase, schau mal, da hinten ist ein riesengroßer Regenbogen. Hase sitzt da und schmunzelt
und denkt, Mensch, heute ist ja 12., 13. die Wiedergeburt des Jupiters. Mit dem Regenbogen beginnt Ich bin du. Muss ich fast einmal schnell herstellen, dann zeige ich euch das. Ja, mich vertippt irgendwo, oder? Ja, soll. Von ein paar kleinen Tröpfchen, die seine Nase, das ist übrigens, das muss man jetzt hier fast nochmal, so weit kann man nicht reinlesen, den Absatz. Hans stand darauf, ohne ein Wort zu erwidern, auf, ging zur Tür, die sich wie von selbst öffnete, er lief ins Freie, sein Herz schien vor Aufregung zu zerspringen. Der Hans lief ins Freie. Wie war das? Die Geburt des Jupiters. 12., 13. Wo war ich? Vor Aufregung zu zerspringen. Das ist natürlich interessant. ZR, die Geburt von einer erwachten Sprache. SBR, der Sefer, das Buch. Das Erwachen des Buches. So wild schlug es plötzlich wieder in seiner Brust. Das hebräische Wort Brust heißt Chasa, wenn wir es eingeben. Und dasselbe Wort heißt im Hebräischen im Geiste sehen. Ihm fröstelte sofort, als er die warme, gemütliche und sichere Stube mit der rauen, kühlen Gewitternacht gewechselt hatte. Doch gerade dieser Unterschied ließ ihn das Leben füllen. Nun umhüllte ihn wieder die dunklen Wolken und als ihm ein eiskalter Regen ins Gesicht peitschte, wurde er, Bündchen, 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 von ein paar kleinen Tropfen seine Nase kitzelten, wach. Als er seine Augen aufschlug, stand ein farbenprächtiger Regenbogen über seinem Haupt. Es war der farbenprächtigste Regenbogen, den er je gesehen hatte. Er bestand aus allen möglichen Möglichkeiten und deren Kombinationen von Farben und in seiner Hand bemerkte er ein kleines geöffnetes Büchlein und so wurde Hans wieder in den Strudel der Zeit gerissen und als das Lamm wiedergeboren. Jetzt können wir dann weitergehen, da kommt dann Weißenburg. Das ist jetzt einmal hier Zufall. Ich scheiß euch mit Zufällen zu. Wie war das nochmal? Bereshit, inmitten dieses Kopfes wird alles aufgebaut. Ganz nebenbei, das habe ich gerade noch laufen gehabt, das, was die Karin uns vorgelesen hat, das hier. Den Anfang von Ich bin du. Jetzt passt du mal auf, wo das drin ist. Ich ziehe einfach einmal nach oben. Fragen? Es ist mir ein leichtes. Was mir aber darum geht, ist, dass es für dich ein leichtes ist. Du bist der Schöpfer der Welt, die du träumst, aber als träumender Geist kannst du dir noch nicht raussuchen, was du träumst. Das Einzige, was ich von dir jetzt verlange, ist, dass du weißt, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt, für deine geistige Entwicklung, sonst würde ich ihn dir nicht träumen lassen. Aber interessant wird er erst, wenn du deinen Geist so weit erhoben hast, dass du anfängst, das Tier in dir, das Tier in dir, das du Ich nennst, dass du zu sein geglaubt hast bis jetzt, dass du das einfach beobachtest und schaust, wie dieses Ding auf diese Erscheinungen reagiert, die in deinem Traum in dir auftauchen, der vollkommen real erscheint. Der Sinn des Lebens ist genau diesen Charakter zu durchschauen. Übrigens das hebräische Wort für Charakter, jetzt mache ich Charakter auf Hebräisch, das hebräische Wort für Charakter ist Api. Moment, das mache ich weg schnell. Das schreibt sich A-P-I. Wenn wir das jetzt rot lesen, können wir das mal so. Unten A, rot gelesen, der geistige Schöpfer, 80, die absolute Weisheit. 10 ist das unbewusste Gotteskind, 1, das heißt nicht, ein nicht existierender Gott als Gotteskind. Blau gelesen heißt es, ein schöpferisch wissender Intellekt.
Ich könnte jetzt immer wieder sagen, in einem gewissen Maß, die Gnade, die braucht die Gnade selber, die verformt sich von selber nicht. Gott lässt eigentlich, wenn wir sagen, die 200 Gramm rote Gnade ist die Substanz, die alle Formen annimmt. Das ist in der Physik diese Energie, die weder vermehrt noch vermindert werden kann. Die kann nicht vermehrt werden, weil, wie war das nochmal, was denkst du, wenn du an alles denkst? An etwas, was eigentlich nicht gedacht werden kann, weil sobald du an was denkst, ist es eine Facette aus dem Alles. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? Auch an etwas, was nicht gedacht werden kann, weil sobald du was denkst, ist es ja was. Gott ist beides gleichzeitig. Okay? Und jetzt brauchst du einen schöpferischen Intellekt. Das ist der, der eigentlich der Schöpfer ist, ist im Hebräischen der Yotzer. Da steckt das I, dieser kleine Gott, gebiert diese Berechnungen ZR, und ZR heißt zu Form werden. Er macht sich dadurch selber zu Form. Wir können es anders machen. Ich sage, Gott ist der Computer, du brauchst ein Programm und Daten. Ohne Daten kriegst du keine Bilder. Die Bilder, die du in deinem Kopfkino siehst als träumender Geist, stehen und fallen mit dem Intellekt, den du zurzeit zu denken benutzt. Und das wiederum ist, das nenne ich zuerst einmal, ich bin nur das Beispiel mit dem Schwamminhalt. Das konntest du dir nicht raussuchen. Das heißt, wenn irgendwelche Menschen, die in dir auftauchen, das ja nur Figuren in deinem Traum sind, streiten, solltest du lernen, dass du irgendwann einmal sagst, ihr kleinen Idioten, wenn du jetzt raumzeitlich denkst, ich wiederhole das Schwammbeispiel, wir reden jetzt wieder normal, wenn ich einen Säugling, zu den Säuglingen kommen wir übrigens gleich, halte den Säugling im Hinterkopf. Wenn ich einen Säugling nehme, das ist übrigens ein Säugling, ist prinzipiell ein Zeuge dir, der saugt sich mit irgendwas voll und darum nenne ich das mein Schwammbeispiel. Jan rollt mit den Augen, das habe ich Ihnen vor 20 Jahren schon erzählt. Jetzt macht es langsam einen Sinn. Ne? Wenn ich einen Säugling nehme und ich nehme diesen Säugling und jetzt in unserer ausgedachten Welt, den lasse ich bei einer persischen Familie in Liebe adoptieren und in Liebe großziehen, dann wird, wenn der groß ist und in den Spiegel reinschaut, wird er denselben Trockennasenaffen rein körperlich sehen, wie wenn ich den Säugling in Indien bei einer Familie großziehen lasse. Das heißt, der Schwamm selber, der groß wird, ich mache mal symbolisch deinen Körper, du wirst dasselbe Gesicht sehen, aber wenn du im Bassin groß wirst, wirst du eine andere Sprache sprechen, du wirst einen komplett anderen Glauben haben, du bist mit ziemlicher Sicherheit, sogar hundertprozentig sicher ein Hindu. Du wirst einen Hochgenuss an einem Schweinecurry haben, aber hundertprozentig kein Rindfleisch essen. Derselbe Schwamm, vollgesaugt, in Indien und in Bassien sieht es so aus, dass wenn du in Bassien groß wirst, hast du wieder einen anderen Glauben, du sprichst wieder eine andere Sprache, du wirst kein Problem haben, irgendein Rind zu essen, aber du fährst kein Schweinefleisch an. Und ich sage immer, Gott sei Dank bin ich in Bayern groß geworden, in Franken. Wenn du in Rom groß wirst, wirst du hundertprozentig mit ziemlicher Sicherheit einen katholischen Hinterkopf, im Hinterkopf eine katholische Logik haben. Wenn ich dich jetzt dann verschiebe irgendwie, wir haben hier das Problem in Weißenburg, Weißenburg ist evangelisch, 3 Kilometer weiter, Ordensschloss Ellingen ist katholisch. Darum gibt es ja hier bei uns diese berühmte Bratwurst, das ist jetzt kein Witz, bei Metzger immer, die Jungen wissen das nicht mehr. Wenn ich mit meinem Michael manchmal in eine Metzgerei reingehe und es ist eine junge Verkäuferin, dann sage ich, haben Sie katholische oder evangelische Bratwurst? Dann schaut die mich an, die weiß nicht, was ich meine, sondern gehen Sie zu Ihrem Chef, der weiß das. Und genauso ist es dann immer, weil die alten Metzger wissen das nur, dass es evangelische und katholische Bratwurst gibt. Und das ist all das hat die Bratwurst. Jetzt könnte ich wieder anfangen. Ihr müsst begreifen, dass auf einer höheren Ebene, das sind diese 3 Stufen des Bewusstseins. Das habe ich sehr oft in Selbstgesprächen, diese Geschichte mit dem Ei. Ich fange jetzt nicht wieder an, weil sonst kommen wir heute nicht weiter. Aber lest es einfach. Mir geht es darum, dass du 3 Stufen hast. Und die erste Stufe, in der lebt ihr, die Masse von euch, die Masse. Das heißt, die erste Stufe ist, wenn du Ei anschaust, siehst du bloß die Schale. Was da drin ist, weißt du nicht. Ist er hart gekocht, weich gekocht? Ist es ein frisches Ei? Vielleicht liegt es schon ein Jahr im Kühlschrank? Vielleicht ist schon ein Küken drin. In Bezug auf Worte,
Ist es das, was du zur Zeit, wenn du einen Text, eine Zeitung liest, aus diesen Worten für Vorstellungen generierst? Das ist, du bist ein reines, ich sage, dein blaues Ich, dieses ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Du kriegst bei mir eine Eingabe, wie war das nochmal? Denk mal an deine Küche. Jedes Intellekt, jeder Intellekt, jedes blaue Ich, jeder Mensch denkt im selben Moment an eine andere Küche. Obwohl die Eingabe dieselbe war. Bei den Worten ist es das, was du zur Zeit aus den Worten rauswachst. Das ist bei jedem anders. Und jetzt können wir noch den Menschen, ich sage den Trockennasenaffen, der vor dir steht, das ist die erste Oberfläche, die du siehst. Und da siehst du die meisten Zeit das ganze Image. Der Herr Professor, der ist so, der Donald Trump, der Udo. Geh mal davon aus, es ist mir ein leichtes, dir jetzt in dieser normalen Ebene der Welt Menschen zu bringen, die sagen, ich bin das größte Arschloch und der Schwätze, ich bilde mir ein, ich bin Gott. Und ich sage dann immer wieder, so weit kommt es dann gar nicht, sage ich, da hast du was missverstanden. Gott ist der, der etwas erschafft und du erschaffst dir jetzt in diesem Moment in deinem Traum diesen Udo. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und ich wehre mich nicht einmal dagegen. Ich bin jetzt zu bequem zum Aufstehen, aber ich habe schon oft gesagt, dass wenn einer sagt, ich bin ein ganzer Guter, und der andere sagt, ich bin ein Arschloch, dann drehe ich mich rum und zeige ihm meinen Hintern und sage, du hast recht. Bin ich doch auch. Gehört dazu, die Vollkommenheit der Teile. Alles, was sich widerspricht, ist wichtig. Was ist wichtiger, dein Gehirn oder dein Arsch? Ich sage dir eins, wenn dein Gehirn fällt jetzt in deiner materialistischen Logik, hast du überhaupt kein Problem. Wenn dir der Arsch fällt, hast du ein Scheißproblem. Also wie kannst du glauben, das Gehirn ist wichtiger? In der materialistischen Logik. Und da spielt es keine Rolle, ob der permanent offen ist oder laufend zu ist. In beiden Fällen hast du ein Scheißproblem. Gut. Das heißt, Abi, schau, das ist der schöpferische und das ist auch mein schöpferisches Wissen. Charakter kommt aus dem griechischen Charakter, ist ein Prägestempel, eine Prägung. In Bohemien, im alten Böhmen, jetzt heißt es Tschechien, nennen wir das Bettschaft. Das Bettschaft, der Prägeschempel. Wie war das nochmal hier in der Johannes? Wir kommen jetzt dann langsam in die Offenbarung. Das ist übrigens die Offenbarung. Muss ich jetzt mal aufstehen. Das ist ein O. Das O können wir natürlich jetzt zum Beispiel die 70 setzen. Ich mache es einfach einmal so. Und dann kommen wir 2FF. Und dieses O, das zu 2FF wird, wird zu einer Polaren, BR, zu einer Polaren Berechnung. Und BR heißt im Hebräischen das Äußere. Und das, was ich euch jetzt zeige, das ist das Volumen. Volumen heißt nicht Raum, Volvere, sondern Rollen. Und dieses, in dem Moment, wo was herausrollt, das nennen wir Evolution, Ex-Volvere, herausrollen, diese Evolution, im selben Moment, immer jetzt, entsteht eine Revolution, ein Hineinrollen. Evolution, das Wort hat überhaupt nichts zu tun, dass in einer Zeitgeschichte irgendwann einmal was war. Egal, was du dir ausdenkst mit deinem Intellekt, mit deinen Daten, DT. Die Öffnung von Erscheinungen. Die Anordnung, das Dekret, das Gesetz, der Glaube, achte auf das AUB. Die Religion. Deine Daten, die du zum Denken benutzt, dein Glaube. Diese Anordnung erzeugt in dir die Bilder, diese Existenzen, dort, in. Es ist Physik, Deutsch, Hebräisch, das ist die Vordersprache. Das musst du nicht wissen, aber du musst zumindest wissen, dass es so ist, im Detail meine ich. Und jeder, der das ablehnt und sagt, so ein Blödsinn, der weiter festhält an diesem Extrem, an dieser Evolution, die sich in Jahre von Jahrtausenden entwickelt hat, jeder Professor, jeder Materialist ist felsenfest davon überzeugt, dass das, die menschliche Sprache, sich zum Beispiel im Laufe von Jahrtausenden aus unartikulierten Tierlauten rein zufällig entwickelt hat. Alles, was ich euch zeige, ist reiner Zufall. Ist schon ein Blöden, ist verdammt blöd. Abgesehen davon kannst du den Darwinismus tausendfach widerlegen, der ist widerlegt. Das steht auch in Büchern drin, es gibt viele, die glauben nicht an Darwinismus. Sind aber trotzdem Materialisten. Was sie nicht bezweifeln, ist, dass sie von ihren Eltern abstimmen. Es geht bloß darum, insgesamt diese Artenstruktur
dass das immer in Sackgassen führt. Und das, am schönsten sieht man das jetzt in der Religion der Naturwissenschaft. Die Formen trügen nicht. Der Witz ist bloß, dass diese Tora, die wir uns jetzt genauer anschauen, ist eine Form L. Die Form von L, von Gott. Ich kann natürlich auch das L mit 70, wenn das nicht wisst, die meisten wissen es, was ich meine, das sind zwei Buchstaben, die kann man gleich aussprechen. Wenn ich die Form L mit 70 schreibe, dann heißt es Joch. Ins Joch spannen. Die Form spannt etwas auf, nämlich dein geöffnetes Ich. Ja, dieser Charakter, und es ist interessant, die Frage ist, wie viel Geduld hast du? Schaust du bloß kurz rein oder beschäftigst du dich damit? Und wenn ich jetzt immer wieder sage, ich habe kein Problem, aus einem einzelnen Wort die eine 400-Seiten-Geschichte zu schreiben, ich brauche übrigens den Computer nicht, ich habe den im Kopf, ich mache das nur, dass du das siehst. Wie war das nochmal? Alles, was der Erste behauptet, kann jedes Kind hier und jetzt sofort überprüfen und sagen, die ich behaupte, dass das da und da steht, da musst du dir halt dann die Arbeit machen, das aus dem Internet nachzuschlagen, und ich garantiere dir, das steht dann genau in dem Buch drin, was ich dir sage. Abi, wenn ich die ersten zwei Buchstaben blau mache, muss man wissen, wenn man das genauer hat, muss ich zuerst einmal die Grundlagengrammatik des Hebräischen wissen, und das ist das Schöne, das darfst du nicht vergleichen mit der deutschen oder einer anderen Grammatik. Mit Holofeeling nehmen wir nur das absolute Substantiv, das ist eine DIN A4-Seite. Ganz einfache Regeln, und da ist es, ein J am Ende einer Zahlenstruktur heißt immer mein, das Suffix heißt immer mein, und dann habe ich mein schöpferisches Wissen. Mein Charakter, weil nämlich ab, da steht ja der Prägestempel. Jetzt habe ich wieder die Sachen, ich sage, wir können uns die Einheit nach oben denken, dann sage ich den Gott, dann sagt der normale Mensch, mir fällt etwas ein, weil er ja unten ist. Ich kann mich aber als Gedankenwelle sehen, diese Metapher bevorzuge ich, dann ist ja El Hayom, Gott, das Meer unter mir, und dann taucht was in mir auf. Beide Seiten sind richtig, du musst bloß wissen, vor was wir reden. Das heißt, da in deiner Welt immer Einseitigkeiten sind, und jetzt kommt diese Vergessenheit, wenn ich sage, Mensch, da oben hängt der Lampe. Das ist eine einseitige Aussage, muss klar sein, dass es oben nur dann da ist, wenn es einen unten gibt, ja, wer ist unten? Ich. Oh, da unten sitzen Brösel, dann bin ich oben. Aber gut, ich bin EUB, dann ist das eh okay. Das ist schon abgehobenes Denken. Ab, G, UB, Geist, G, H, die Wahrnehmung ist O, und BN heißt polare Existenz. Abgehoben, oben, Ben heißt natürlich auch Sohn. Aber zuerst einmal, ich habe gesagt, nur Rublau, B ist ja 2, better, Bet. Und N steht immer für Existenz. Das ist die blaue Tafel. Wenn du das nimmst, kannst du es sofort lesen. Und wenn wir jetzt das spielen, jetzt muss dir eins klar sein. Alle Worte, die ich jetzt spreche, was du zu sehen bekommst in deinem Kopf, hängt extrem davon ab, wer du zu sein glaubst und auf welcher Seite du bist. Da sind jetzt viele, bei denen läuft das automatisch ab. Die können ja gar nicht mehr anders denken. Die sagen, boah, bei jedem Wort, die schauen, weil die jetzt auf die zweite Ebene kommen. Die sehen in das Ei rein, und was kommt nach der Schale? Das Ei weiß. Weiß, das scharfe S sieht aus wie ein Beta. Jetzt hast du schon, ich weiß, ist es Weib. Darum sage ich, das Weib ist die Logik. Das ist eigentlich deine eigene Logik, die du zum Denken benutzt. Das ist, da merkt man jetzt dann sofort den wirklich schöpferischen Unterschied zwischen Mann und Frau. Du musst zum Beispiel ein Gefühl für Sounds kriegen, Sounds, Musik. Du musst es zum Beispiel mal buchstabieren. Pass auf. I. Das ist euer Problem. Jetzt ist natürlich das Schöne, wenn du jetzt glaubst, ein Weib zu sein. Wenn du mich hörst, bist du ein Mann. Darum sage ich, wahre Liebe gibt es nur unter Männern. Nur Geist kann lieben. Eine Logik ist immer einseitig. Bitte. Ja oder nein? Der Mann liebt beides. Den Adam. Der Adam, Segewene Kaba, männlich und weiblich. So wird es übersetzt. Eigentlich heißt es Gedenken und unterirdischer Gang. In die Frau kommst du, wenn du über den Jordan gehst. Die Radix IRD im Hebräischen, die hebräischen Buchstaben IRD, ich könnte jetzt das immer nachschlagen, das kostet uns nur Zeit. Die Radix IRD heißt hinabsteigen. Das ist IRD. Die ziehen durch die Wüste und dann gehen sie über den Jordan. Und dann kommst du in das Land, wo Milch und Honig fließen.
Die Milch, da steht das hebräische Wort Chalav, das heißt eigentlich das weltliche Polarität außen. Chol, haben wir gerade gehabt. Das steht da, also du kommst in die Welt, die außen scheint. Übrigens IAD Deutsch gelesen. Ich heißt Gestaltwerdung, Irt, Ich. IAD, dann steigst du hinab. Du bist ja der eine träumende Geist. Sobald du hinabsteigst in die Tiefen deiner eigenen Traumwelt, kommst du in einen T-Raum, in einen gespiegelten Erscheinungsraum. Und in dem Moment sagt man, wenn einer über den Jordan gegangen ist, der ist tot. Tod lateinisch heißt so viele. Du wirst jetzt plötzlich zu vielen. Darum nennen wir auch, der über den Jordan gegangen ist, der ist verschieden. Wir sind jetzt alles hier in dem Raum wieder normal ausgedacht. Wir sind verschieden. Und ich sage jetzt zu euch, lasst die Toten begraben, die überleben sowieso nicht, die sind schon weg. Da zu trauern, wie viel Menschenleben das kostet. Das materielle Denken, wenn du das einmal durchschaust, das ist ja so ein unendlich geistloser Schwachsinn. Was jetzt wieder so herzlos klingt, ist genau die geistreiche Seite. Allzu gut, lass mal das. Ihr merkt jetzt ein Wort, wenn ich sage 500 Seiten. Ich spreche nur an, da wird man ja gar nicht weiterkommen. Weil wie lange wird man bei eurer Aufnahmefähigkeiten für 500 Seiten brauchen? Mit Sicherheit nicht in 2 Tagen, da hätte ich nur ein Wort erklärt. So, also wir haben den Rut, ein Umherschweifen, ohnmächtig werden, verschmachten, das ist nur ein anderes Wort für einschlafen. Das ist übrigens hier, wenn wir ein W vormachen, dann haben wir den Wolf. Hier. Jetzt haben wir den Rudolf. Dann kommt hinten LB. Das ist P, ist ja P, H ist F. Das heißt, das ist das geistige Licht und das Lichtwissen. Wir können natürlich auch das R als den roten Kopf setzen, diese 200. Und dann machen wir den U da. Das ist wieder unser O gerade. Und dann hast du, das hast jetzt U, D, O. Bekannt machen, etwas vorstellen, da unten, das ist aus dem Denach, so haben das hier in Rotterdam jetzt ausgedacht, diese jüdische Schule übersetzt. Wisse du und erkenne, erfahre, verstehe, nimm es wahr und lerne das, was der dir erzählt, dir etwas bekannt macht. Udo ist aufgespanntes Wissen, UB blau gelesen, vorstellen und bekannt machen. Jetzt habe ich hier so eine Sache. Jetzt kommen wir zu dem Nächsten, da muss ich dort erst hin. Der viel interessanter ist für uns. Darum habe ich jetzt den Udo, der ist nicht so interessant. Übrigens, germanisch heißt Udo, der Name Udo heißt der, das göttliche Erbgut in sich trägt. Was jetzt nicht zwangsläufig heißt, dass jeder, der Udo heißt, es hat. Und dann doch wieder, die Frage ist, es ist sowieso in jedem, in keinem. Die wir uns jetzt ausdenken, sind in dem, der das Erbgut in sich trägt. Wir hatten es gerade außen, hier und jetzt ausgedacht, dass du lange, lange brauchst, dass du begreifst, dass ein Gedanke, den du dir ausdenkst, in dem kann nur das drin sein, was du denkst. Ein Gedanke ist ein Gedanke. Egal an was du denkst, es ist nur in dem Moment, wo du es denkst und es ist genauso, wie du es denkst. Und wenn ich mir jetzt Gedanken über irgendwelche Menschen mache, was denken die dann von mir? Dann sage ich zu mir selber, die werden das denken, was ich jetzt denke, dass sie von mir denken. Ich kann mir natürlich auch denken, wenn ich welche ausdenke, ich weiß ja nicht, was die denken. Das denkt sich aber jetzt der, mit dem ich mich ein Leben lang verwechselt habe. Ich werde mir das nie denken, weil ich weiß, wenn ich mir nichts denke, das ist so, wie wenn ich jetzt da einen Gipskopf hinstelle und ich frage mich, ich weiß ja nicht, was der denkt. Ihr seid doch Gipsdeppel. Aber komischerweise denkst du an einen Trockennasen auf dem Kopf. Da denkst du dir jetzt, der muss sich ja jetzt was denken. Wisst ihr, meine Lieblingssätze, die ich immer wieder wiederhole, tausende Male, eine ganz simple Frage. Was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Alphetum gemeinsam? Den, der sich's ausdenkt. Den, der das jetzt sich denkt. Bevor ich den Enninger mache, weil ich jetzt das gerade sehr passend treffe, Heiko ist gerade bei mir, eine alte Geschichte. Und zwar ist es, wenn du eine Computersimulation machst und das, was jetzt so hyperreal ist, ist eine Computersimulation. Habe ich festgestellt, du kannst Lebendigkeit nur erzeugen, wenn du einen Zufall ins Spiel bringst, einen Zufall, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ihr habt noch die Schwierigkeit,
dass alles, was sich widerspricht, untrennbar zusammengehört und in der Synthese was vollkommen Neues gibt. Denk einfach jetzt an den Kreis und an das Dreieck, das zu einem Kegel wird. Du kannst dir einen Kegel vorstellen, darum kennst du diese Sachen, haben wir tausendfach erzählt. Ich sage dann immer wieder, aber wie sieht es aus, wenn du dir jetzt von dieser höheren Ebene zu dem Kegel eine Kugel denkst und die verbinden wir. Der Kegel und die Kugel. Und dann stürzt er ab, weil jetzt muss ja nochmal eine Dimension drüber geben. Das ist jetzt die Dimension, wo ihr den Bereich der Sichtbarkeit verlasst. Ihr müsst in das Chattigen reingehen und die Radix ist schlichtweg und einfach die konsonante Radix, weil Kegel und Kugel wird jetzt, wenn man es hebräisch hinschreibt, dass es da nur Konsonanten gibt in erster Linie, KGL. KGL heißt übrigens wie eine Welle. Jetzt kommst du in einen höheren Bereich. Diese Zufälle, das war so eine kleine Anekdote aus der hier und jetzt ausgedachten Geschichte mit unserem Sigmund in Almena 2000, 2001, habe ich versucht, das zu erklären, dass ich sage, die Schwierigkeit ist, wenn du jetzt ein Videospiel hast. Ich nehme jetzt das als Beispiel Fußball. Gibt es ja die Fußballspiele. Das sind die ganzen Männchen, die sind KIs. Wir schauen uns das nochmal, das Wort KI steht jetzt zum einen für künstliche Intelligenz. Wir schauen uns mal schnell das KI an. Eine künstliche Intelligenz. Wir machen jetzt da ein K und ein I. Das ist ein Brandmal und eine Brandwunde. Jetzt pass auf, interessant ist wieder, B ist der zweite Buchstabe, der polare Rand. Das BR heißt das Äußere, ich mache jetzt nur so Haupt, das heißt andere Sachen auch, BR heißt das Äußere und AND, habe ich schon erklärt gehabt, heißt, ich werde zu einer existierenden Öffnung, brauche ich einen polaren Rand, das heißt, ich werde auf und ab schwingen. Das ist hebräisch, ich mache es in die Buchstaben, da gibt es jetzt noch mehrere Möglichkeiten. Darum ist so wichtig, dass Deutsch, Deus, deuten, auslegen, in allen Sprachen der Welt Gottesland heißt. Das Land der Dichter und Denker. Und nochmal, ich betone, ich rede hier nicht von den ausgedachten blauen deutschen Trockennasenaffen. Das sind genauso Affen. Wenn ich jetzt das Blau lese und ich sage, die Deutschen, die Türken, die Chinesen, die Amerikaner, das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, die Orang-Utans, die Schimpansen, die Gorillas. Es sind Kreaturen, es sind Säugetiere. Haben wir nicht gesagt, wir merken uns das Säugetier, der Säugling? Das ist der polare Rand. Und wo kommt der polare Rand her? M als Vorsilbe gelesen. Jan, vom, von. All heißt Gott. Der polare Rand von Gott. Ich weiß, es sind einige da, die sind das erste Mal da, die sind jetzt vollkommen überfordert. Aber da muss ich jetzt ein bisschen, ich habe gesagt, müsst ihr euch halt reinlesen, ihr habt alle Zeit der Welt. Wenn ich euch jetzt das in zwei Tagen erklären sollte, ich sage dann immer, wollt ihr euch dann die nächsten Millionen Jahre mit mir langweilen? Die Ewigkeit dauert verdammt lang. Ewigkeit. Und dann diese extreme Zeitspanne ist immer jetzt. Im Meer ist es immer jetzt. Es erschüttert euch ins tiefste Mark, umso mehr ihr das begreift. Es zieht euch den Boden weg. Das ist die mystische Erleuchtung. Ich kann immer nur den Tipp geben, jetzt dort ihr dann trotzdem, wenn das passiert, in euch immer noch Trockennasenaffen seid, hütet euch irgendein Wort zu normalen Menschen, um euch rumzusagen. Auch nicht zu dem, was ihr jetzt meint, was ihr sagt, meine Eltern, mein Bruder, meine Geschwister. Soll ich euch den Bibelvers zeigen? Eure größten Feinde werden dann eure Hausgenossen werden, ne Helmut? Weil die haben ihn in die Klapse geschickt. Holofilling hat ihn in die Klapse gebracht. Ich sage immer, Holofilling bringt keinen in die Klapse, bloß einer, der sich an die Regeln nicht hält. Ich sage halt einmal, du musst keine missionieren, wir sind keine Religion. Wir sind Geist, wir sind ein einziges Ich, ein vollkommen unpersönliches Ich, das in unendlich viele Facetten zersprungen ist. Das ist irgendwie überall in Religionen drin, die Esoterik, alle plappern das nach. Ich habe Kontakt zu aufgestiegenen Meistern. Ich denke mir schon wieder was aus und in meiner Gedanke von mir kann was wissen. Das macht er ja, weil ich das glaube, dass das so ist. Das ist verrückt, ne? Also gut, und dann haben wir noch die Plantwunde. Da haben wir Unde, das lateinische Unde. Das ist so ein Fragepartikel. Unde heißt übrigens, woher auch immer.
Es steht in jedem, fast in jedem Lateinwörterbuch drin, unde, unde, im Meer. Woher? Wo ist dann natürlich auch wieder, das Wo ist Hebräisch, nämlich Aion, hast nichts, der Schöpfergott. Wo ist doppelt aufgespannt? Woher? Im Meer. Das doppelt aufgespannte im Meer. Du merkst, dass dieselben Worte, jetzt kommst du auf die zweite Ebene. Ich habe gesagt, die erste Ebene macht das, was du aus den Worten machst. Auf der zweiten Ebene machen dieselben Worte was komplett anderes. Das heißt, du kriegst aus denselben Worten ganz andere Bilder in deinem Kopf. Ich erkläre euch gerade in Ansätzen, wie ihr eure Welt komplett verändern könnt. Du hast einen Reizauslöser und du kriegst eine Vorstellung, wenn du Zeitung liest. Der eine ist das nicht schlimm in Syrien und ich sitze da, ich lache mal fast dann ab, weil da so ein guter Witz drin steht. Das ist so. Wenn du das Programm umschalten tust, kriegst du komplett andere Interpretationen. Da außen gibt es nichts, wenn du das zweite Gebot hältst. Du musst halt momentan das hinnehmen, was da ist. Das war jetzt die Keule, jetzt müssen wir wieder zurück hier. Zu unseren Ellinger, glaube ich, waren wir, ne? Die Brandwunde des Mal. Ach, da waren wir. Jetzt ist es hier beim Ellinger. Ganz kurz. Schaut hier, wir machen aus den Ellinger zwei Radingsen. Elli und Ger. Da steckt schon irgendwie der Germane mit drin, ne? Ist ja immer, habe ich so oft gesagt, hier, es gibt ja Sprachgruppen, die indogermanischen Sprachen, so nennen wir das. Da lernst du dann, dass die Wurzel von den indogermanischen Sprachen Sanskrit ist. Warum hast du es dann nicht Indo-Sanskrit-Sprachen? Wir Germanen. Der Geist erweckt, GR kann ich jetzt erst einmal lesen, der Geist erweckt. Ich kann das eh rauslassen, GR heißt dann blau gelesen, steht für Gehirn, ein Gehirnkopf. Das heißt fremd, in der Fremde übernachten. Das ist jetzt, du bist in der Fremde, du bist nicht mehr daheim, Haim. Haim heißt das Meer. Du bist nicht mehr in El Haim, weil du ja jetzt in der Welt bist, auf einer Erdkugel, die mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit um eine Sonne herumdreht, was noch nie irgendeiner gesehen hat. Das ist aber alles bewiesen. Mach dir kein Bild von irgendwas da oben am Himmel oder da drunten auf der Erde. Interessant ist, wenn ich sage, da oben ist die Lampe, bin ich unten. Wenn ich sage, da unten sitzt ihr, bin ich oben. Bin ich jetzt unten oder oben? Geist. Kann es nicht geben. G ist eben. Aber er kann was nach oben denken und sobald ich was nach oben denke, muss ein Unten entstehen. Jetzt ist der Gott, den du dir in den Himmel hochdenkst, Him. Und der Gott, der unten das Meer ist, Him. Ist ein ausgedachter Gott. Der Gott, der sich alles ausdenkt, ist die Mitte. Darum nennen wir das auch mit El. El heißt ja Gott. El Al, wie man es vokalisiert. Darum bin ich auch der Mit-El-Punkt. Und Bi heißt in mir, hast du gerade so schön gelesen, in mir heißt in Gott, BL. B als Vorsilbe heißt in, inmitten. Das heißt, in mir heißt in Gott, das ist die Bibel. Ich hebe mir den Ellinger noch einmal ein bisschen auf. Weil ich muss jetzt da sagen, die Sprache, wir denken uns jetzt einmal Sprachkünstler aus. Das Erste, was jetzt wichtig ist, die hänge ich jetzt einfach da dran. Jetzt kriegen wir ziemlich viel Tabs, aber die muss ich jetzt reinschieben. Du kannst jetzt ins Internet gehen, Kreisel, Brass, Landmann, Scholten. Sagt euch nichts, einigen schon. Die machen wir jetzt einmal auf. Das ist also hier die Magie hinter den Silben in der Sprache. Freeman Joe Kreisel kämpft natürlich in Österreich gegen alles und jeden. Jede Figur, die uns in einem Traum auftaucht, ist ein Geschöpf, herausgeschöpft aus dir selbst, eine Gedankenwelt, die nur dann existiert. Meinst du, da außen gibt es jetzt einen Joe Kreisel in deinem Traum? Du träumst jetzt. Der kann, entweder ist er in dir drin oder du denkst ihn dir aus und dann ist er jetzt bloß ein Pixelmännchen und das ist nichts. Wenn dir Videos anschauen, von denen gibt es vielen Videos, der geht natürlich gegen Staat, gegen Steuern, der Freeman, ich bin keine Person, das haben wir in Deutschland auch, ich bin keine Person, ist ja vollkommen richtig. Gibt es ja viele jetzt, die BRD, ganz tolles Wort, BRD, das RD ist Jordan, das heißt hinabsteigen in dieses blaue Deutschland, das bist du nicht, du bist keine Person. Das ist die Symbolik hier, von denen die das anzweifeln. Das hat aber mit einer Welt außen nichts zu tun. Du musst in die Welt der Symbolik gehen.
Die machen wunderschöne Sprachspiele. Das könnt ihr euch einmal anschauen. Wissen tun die nichts, überhaupt nichts. Das erste Problem, wo du an allen Videos findest, egal ob das philosophische Videos, naturwissenschaftliche Videos sind, die wird jetzt Folgendes auffallen. Ich sage immer wieder, wenn es die geben sollte, wenn wir uns die ausdenken. Alles, was die dir erzählen, baut auf einer Vergangenheit auf, die schon da war, bevor sie existiert haben angeblich. Im Laufe von Jahrtausenden ist die menschliche Sprache entstanden. Du musst begreifen, dass alles immer nur jetzt ist und wir haben zwei verschiedene Jetzt. Wir haben ein rotes Jetzt und ein blaues Jetzt. Das rote Jetzt sind alle Jetzt gleichzeitig und das rote Hier sind alle Hiers, die du dir ausdenkst, gleichzeitig hier. Das ist das Kontinuum in einem lückenlosen Zusammenhang. Und sobald du sagst, hier ist Weißenburg oder du sagst, hier ist München, sind die immer hier in deinem Kopf. Ich habe doch das im Bleinfeld so schön gemacht, wo ich im Bleinfeld sage, ich bleibe mal bei meinem Beinspiel aufs Bleinfeld, mein Redo, meine Diana. Ich sage, ich denke mir jetzt Zürich aus. Ich muss ja meinen Redo, Zur, habe ich gesagt, heißt zu Form werden, ein zu Form gewordenes Ich. Das ist eine Facette von mir. Als Trockennasenaffe ist das ein totaler Schlumpf, glaubt es mir. Aber der hat es richtig in sich, der hat nämlich mich in sich. Der hat es schon längst begriffen, wer er ist oder wer ich bin. Also ich denke mir Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Dieses Zürich, das ich mir ausdenke, ist doch hier. Ich denke es mir nur aus. Ich denke mir Wien aus, das ist doch auch hier. Und jetzt denke ich mir, der Redo fliegt zu seiner Diana. Diana heißt übrigens auseinandergeschmissen und hindurchgehen dann noch. Das Dia, der Dia-Projektor, der fliegt jetzt, also die zwei, die ich mir ausdenke, sind hier. Und der Redo fliegt jetzt zu seiner Diana, darum sind die heute nicht hier, weil da die Flüge schon gebucht waren, Flug. So ist kein Problem, das ist eh Kindergack, was ich hier erzähle. Der fliegt um 9 Uhr los. Nein, er fliegt jetzt los. Und meinetwegen um 10 Uhr kommt er an. Er kommt jetzt an. Ich mache ein Zeitfenster von 9 nach 10 Uhr und von Zürich nach Wien. Aber letztendlich denke ich, beides ist beides hier und das Losfliegen denke ich jetzt und das Ankommen denke ich auch jetzt. Wo alles in einem Punkt zusammenfällt, das nenne ich das Rote jetzt und das Rote hier und sobald du dir was ausdenkst, räumlich wie zeitlich. Was hat ein Känguru in Australien? Und ein Neandertaler in der Vergangenheit und der Eiffelturm gemeinsam. Dem Punkt, wo sich das befindet, in dem Moment, wo es gedacht wird. Das ist der Mit. Mit L heißt mit Gott in einem Punkt, wenn du das verstanden hast. Wie hat mein Professor Rainer mal gesagt, wenn du den Udo aufmerksam zuhörst, wirst du merken, dass alles an menschlicher Weisheit, das du bisher in deiner Menschheit vorgefunden hast, verblasst. Es ist göttliche Weisheit, es ist göttlich. Du musst nichts tun, nur verstehen lernen. Betonung liegt auf Ehe. Und Ehe heißt in jedem Etymologiewörterbuch zuerst einmal das göttliche Recht, das göttliche Gesetz und Ewigkeit. Das Gesetz, das in allen Ewigkeiten gilt. Menschliche Gesetze oder einseitig ausgelegte religiöse Gesetze, das ist so vergänglich wie das Wetter. Es ist so vergänglich wie jeder Augenblick, den ihr euch denkt. Das sind ausgedachte Gedankenwellen. Jetzt hören wir mal ein bisschen rein, ganz kurz nur. Dann wäre ich dein Spiegel, okay. Dein Lebendiger. Ja. Aber wenn du alleine wärst als Quelle, dann kannst du nur im Spiegel deine eigene Wirkung wiederfinden. Ein bisschen leiser bitte. Das sind zwei Prinzipien. Also wenn du so willst, der Schöpfer und der Spiegel, der Sohn. Der Sohn des Schöpfers. Das Außen, das Andere. Ich sage immer so schön in Requiem, UP El Hayom ist all ein. Das will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn, dass er dann und wann wie jeder Vater mit seinem Sohn spielen kann und so bin. JCH bin ich entstanden. Mit 33 ist Gall, ist die Welle, erkenne ich, hey, ich bin ja gar nicht die Welle, ich bin ja im Meer. Ich bin ja UB. Das ist der Punkt in der Bibel, nenne ich das ganz einfach, ich erkenne, ich bin eins mit dem Vater. Aber in der absoluten Einheit als Kontinuum bin ich wieder allein. Das bringt mir nicht weiter und da muss ich mir irgendein rotes Ich ausdenken, das bist du Brösel, der du mir jetzt zuhörst. Jetzt musst du bloß begreifen, dass du auch bist und dann können wir uns nochmal andere Dinge ausdenken. So geht das Spiel, schaukelt sich infinitus unendlich hoch. Wirkung, wenn wir sagen Ursache, Wirkung, diese zwei Prinzipien. Wenn die Quelle, der Laut,
Au wäre. Au, alles ist gut. Dieser eine Klang, au. Wie würde der Spiegel lauten? Ua. 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 Und dieses Prinzip haben wir tragen es beide am Kopf. Und das heißt Ua. Das ist das da, Ua. Da ist unser Gleichgewichtsorgan drinnen. Jetzt pass auf, auch hier beim Erzählen, dass das ist, es ist intuitiv. Es ist wie wenn sich einer hinsetzt und schreibt einen Liedtext. Was macht er, wenn ihm nichts einfällt? Meint er, dass er sich das raussuchen kann, dass ihm das auffällt? Und wieso weiß der das jetzt? Der ist, meine ich jetzt den oder den? Weil du dir das jetzt in seinen Kopf reindenkst, dass du meinst, der denkt es auch, wenn du es nicht denkst. Der hat es schon gedacht, bevor du es gedacht hast, weil das muss ja irgendeiner das Video in das Meer reingestellt haben. Das heißt, die Frage, Gott nochmal symbolisiert durch das innere Netz, das Internet. Ihr seid solche Wahnsinnige, mir bleiben wir mal jedes Video, das du in dir auftauchen lässt. Hier ist jetzt erst einmal der Datei, das sind jetzt die Schichten. Das heißt, das Internet besteht aus unendlich vielen Internetseiten. Ich benutze das Wort unendlich. Gehen wir wenn in die Zukunft, das explodiert ja sowieso. Und diese Internetseiten, das ist eine Riesenkollektion, die erste Kollektion. Und wenn du jetzt da irgendeine Seite rausholst, wir sagen einfach mal YouTube, dann holst du aus einer Riesenkollektion von Internetseiten eine Seite raus, das ist YouTube, und jetzt wirst du feststellen, dass YouTube wieder ein Chat ist, eine Riesenkollektion von Milliarden von Videos. Und da holst du dir jetzt wieder ein Video raus, das ist jetzt so, und aus dem Video musst du jetzt einzelne Bilder, jetzt kommst du erst an die Oberfläche, das sind die Grundwellen, die sich aufbauen. Das heißt, sobald du Bilder siehst, also detaillierte Bilder im Fokus, bist du in eine unendliche Struktur, ganz ein kleiner Spritzer, der auftaucht, der sofort wieder verschwindet. Dann haben wir übrigens einen unterschiedlichen ausgedachten Zeitakt. Ich mache mal einfach, ich lese ein Buch, wir machen dasselbe mit dem Buch. Wir fangen bei den Worten an. Die Wortgeschwindigkeit ist, ich zähle jetzt einfach, jedes dieser Worte ist ja ein Wort, jedes Geräusch, 1, 2, 3, 4, 5. Jedes Wort habe ich jetzt gesprochen. Jetzt stell dir vor, das steht in einer Zeile. Jetzt gehen wir in die Zeilengeschwindigkeit. Zeile ist 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. Ding, ding. Die Zeilengeschwindigkeit ist langsamer. Die Wortgeschwindigkeit, ding, 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 ding. Das ist Wortgeschwindigkeit. Zeile ist ding, ding, ding. Jetzt gehen wir mal in die Seitengeschwindigkeit. Seite. Seite. Merkt ihr, dass eben komplex, dass die, wir sind in Inceptions. Du steigst in die Tiefe und in jeder Traumstufe wird die Zeit langsamer, läuft die Zeit langsamer. Wenn ich sage, kennst du das Buch, sagst du ja, dann bist du ich. Merk dich, ich mache jetzt schon ein bisschen Physik. Vollkommen neu, Holofeeling ist eine vollkommen neue Physik, ein vollkommen neues Weltbild. Als die Menschen geglaubt haben, sie leben auf einer Scheibe und haben die zu einer Kugel geformt, haben sie das eigentliche Problem gar nicht erkannt. Ob jetzt das heliozentrisch, geozentrisch, polemäisch ist, all die Idioten, die sich irgendwo festhalten, denken sich noch was aus und glauben da außen in dem Universum, obwohl Universum, Uni heißt das eine und Versum immer ins Einsgekehrte. Das Ganze nennen wir auch Kosmos, wobei Kosmos nichts mit einer Welt außen zu tun hat, das ist das griechische Wort für Ordnung. Ich erkläre euch jetzt die göttliche Ordnung, das göttliche Universum, wie es wirklich ist. Da ist ein einziges Programm, aus dem unendlich viele Möglichkeiten auftauchen können. Vorausgesetzt, du hast die Software dazu. Kriegst du von mir geschenkt. Mach mal den nächsten. Das ist jetzt Mario Breus, den können wir jetzt weiterhören. Es ist wirklich schön zum Anhören, es ist inspirierend. Aber glaub nie, dass ein Gedanke irgendwas wissen könnte, was du nicht schon vorher weißt. Ich rede jetzt mit dem roten Ich. Weil wenn du dir es nicht ausdenkst, existiert diese Erscheinung nicht. Wir können es verstehen. Aber durch einen einfachen Trick schaffen die es, uns seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden, zu täuschen. Und zwar ist es der Trick des Spiegelns.
Ein ganz kleines Beispiel. Obama stellt sich in die Öffentlichkeit und sagt, wir werden Frieden machen. Die Verspiegelung von Frieden wäre Krieg. Ist er vielleicht deswegen 10 Tage später in Afghanistan einmarschiert? Er hat es uns gesagt. Wir werden Frieden machen. Nur mit welchen Mitteln der Frieden machen wird, das hat er uns nicht gesagt. Im Grunde genommen hat er gesagt, wir werden Krieg machen. Ich habe jetzt einfach mal hier einige Sachen rausgesucht, die uns eigentlich einen Hinweis geben. Wir können überall quasi nachschauen und überall haben Künstler, Menschen, die eine Erkenntnis... Schau doch mal, das ist jetzt, wenn einer hier sehen kann. Ich ziehe mal bloß den Grimm raus. GR, das, was du anschaust, ist eine geistige Berechnung. Geist, blau gelesen ist es dann Gehirn. Ich nenne das auch Verstand, eine intellektuelle Berechnung, das blaue G. Schau, das ist, Entschuldigung, da muss ich nur draufdrücken. G ist ein bewusster Geist und das R symbolisiert den geistigen Kopf. Das ist dieses Beroshi, das am Anfang ist, aus dem alles erschaffen wird, Himmel und Erde. Blau ist es ein unbewusster Geist, das heißt, es ist nur ein ausgedachtes Gehirn, das entspricht, symbolisiert dem Verstand und Intellekt. Oder eine spezielle Rationalität und Ratio heißt Berechnung. Dann kannst du das R immer wieder berechnet lesen. Gut, wir haben jetzt GR und das ist ein Fremd, das sind die Fremden, Fremder. Jetzt kommt dieses Fremde, der sich in einem anderen La, ND, auseinandergeschmissene existierende Öffnung in einer Gemeinschaft aufhält. Die Gemeinschaft, das ist deine Sekte, dein Glauben. Eine Gemeinschaft ist zum Beispiel schon, wenn du sagst, ich bin Deutscher, ich bin Grieche, ich bin Christ, ich bin Moslem. Nein, du bist der, der sich das ausdenkt. Heiligkeit erfordert, alles zu sein, was du dir ausdenkst. Das heißt Holo-Feeling. Holos, das Ganze. Wobei es jetzt natürlich interessant wird mit dem Feeling, weil das beginnt ja mit Fe, El. Fe ist das chemische Zeicheneisen. Da habe ich im Blindfeld nur angesprochen, wenn wir die Kernspaltung und die Kernfusion anschauen. Jetzt müssen wir nämlich in die Chemiebücher reingehen. Es ist überall Holo-Feeling. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, das in allen Religionen arithmetisch rein zu vertreiben. Das ist, wenn du jetzt zum Beispiel dich interessierst, wir können, ich sofort abrufen, dass ich es euch in Bildern zeige, dass wir ja zwei Zerfallsprozesse haben. Wir haben ein Atom, das ja Atomos heißt auf Griechisch das Unteilbare. Im Anfang war das Wort. Das ist ein doppelt aufgespannter Ort. Das ist das Einzige. Und jetzt gehst du mal in Physikbücher oder in Chemiebücher rein, was die dir für tolle Sachen zeigen. Atome und dann immer wieder, und was ist das? Und dann haben wir Elektronen bis hin dann zu den Plusquarks, zu den Up-Quark und zu den Down-Quark. Der Down-Quark bin ich jetzt, der Up-Quark ist der, der mich jetzt sprechen lässt, den ihr zuhört. Aber das Eisen ist ganz interessant, ganz leinhaft für euch. Es ist, wenn wir einen atomaren Zerfallsprozess, wie war das nochmal, Atom heißt doch das Unteilbare. Wenn du ein Wort entheiligst, kommst du wirklich, es ist so, wie wenn ich sage, wenn du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, landest du in der Hölle. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, hast dich hier und jetzt in einem ständigen Wechsel bis jetzt. Jetzt könnte ich wieder Vergangenheit, das muss man wissen, war nie was in der Vergangenheit. Wann hast du zum Denken angefangen? Das musst du sagen, was ist das für eine blöde Frage, ich kann bloß jetzt denken, ich kann bloß jedes Wort, das ich denke, denke ich jetzt. Versuche mal in 5 Minuten Fleischkuchen zu sagen. Übrigens Fleisch, das Wunder der Gestaltwerdung. Ich denke mal, Chen ist die Gnade. Das ist wie eine Gnade zu begreifen, dass das, du kannst es immer nur jetzt machen. Das ist nicht Esoterik, die sprechen alle. Wie oft habe ich schon gesagt, geh ins Internet und hör dir hier Vorträge an von diesen geistlosen Schwätzern, den Esoterikern, die dir was erzählen vom ewigen Hier und Jetzt. Aber vor 5000 Jahren haben die Meier. Zu denen kommen wir gleich, ganz kurz. Den Grimm, Entschuldigung, den I brauchen wir noch. Schau, das ist jetzt einfach geteilt. Das habe ich jetzt das rote G, dann heißt es Geist und irgendeine Rationalität, ein gewisser Intellekt. Wir können natürlich die Farben austauschen, das stimmt dann immer. Das ist wie wenn du verschiedene Perspektiven für was anschaust. Und dann haben wir den Grimm, wir brauchen ja ein I hinten dran.
So, jetzt hast du den Fremden, der eingeschlafen ist, der in seiner Traumwelt sich mit einem Gedanken von ihnen, von sich selbst verwechselt und jetzt ist der erregbar. Der ist reizbar. Bar ist übrigens, heißt auch Sohn auf Aramäisch. Das ist ja viele als Jesus, gut alter Freund von mir, habe ich ja nicht Hebräisch gesprochen, sondern Aramäisch. Das ist die Geschichte von Barabbas und dem Jesus. Könnt ihr alle zum Beispiel sagen, Barabbas ist Aramäisch, das ist zum Beispiel hier, Jesus wird genannt in den Originaltexten auf Aramäisch, Baranosch. Bar heißt nämlich auf Aramäisch Sohn, auf Hebräisch heißt es auch das Äußere, der äußere Sohn. Und Anosch ist Enosch, ist der sterbliche Mensch, der Trockennasenaffe. Jesus Christus ist ein jetzt ausgedachter Baranosch, Baranosch, Aramäisch. Hat nichts mit dem Ben Adam zu tun, auf Hebräisch. Ben Adam ist nämlich der Sohn Gottes, der nach Gottes Ebenbild gemacht ist. Und jetzt ist ja da der Vergleich in dieser schönen Verhandlung mit dem Barabbas. Bar Abba, das ist der Sohn des Vaters, der wieder nach außen geschickt wird, der freigelassen wird. Darum ist es ein Verbrecher, er bricht wieder auseinander in viele Einzelteile, ohne dass er das nicht weiß. Mich schicken sie ans Kreuz. Und zwar werde ich an das Kreuz genagelt und jetzt denken wir uns ein Fadenkreuz, wo wir reinschießen mit einem Gewehr. Ein Wehr ist ein Schutzwall und Gehs Geist, ein geistiger Schutzwall. Und wie nennt man das Ding, das da ins Zentrum reinfliegt? Eine Patrone. Die Patrone, Patron ist das Vater. Ich gehe wieder zum Vater ins Zentrum, in den Mittelpunkt, wo die Ewigkeit sich abspielt. Alles, was sich in dir abspielt. Und jetzt ist es Schöne, wenn ich abspielt sage, wenn ich jetzt ein Kind sage, schreibt das einmal hin. Wenn es ein englisches Kind ist, macht es UB. Ein deutsches Kind macht AB, was ja Vater heißt. Wenn man aus A, aus 1 wird 2. Ich bin eins mit dem Vater. Darum heißt es ab als af ausgesprochen. Das B kann man auch als W aussprechen im Hebräischen. Aus 1 wird 2. Ich bin eins mit dem Vater und ich bin jetzt der Sohn, Ben, die polare Existenz von den einen. Auf gut Deutsch gesagt, ich bin ich und du. Das ICH und das JCH, diese zwei, also du als ICH, als intellektuelle Kollektion rot, das ist noch im Hintergrund mit einem blauen Ich und ich mit dem ganzen Hintergrund. Ihr merkt, jetzt wird schon physikalisch. Das ist ganz anders wie die Auslegungen in Bibelkreisen, weil die ja immer noch im Hintergrund die Raumzeitlichkeit haben, die Trennung haben und das, was von der Vergangenheit kommt. Es gibt keine Vergangenheit. Gewonnen haben, uns darauf hingewiesen. Da ist zum Beispiel Da Vinci. Da Vinci schrieb seine Notizen in Spiegelschrift. Wenn wir darüber Berichte sehen, wird meistens gesagt, er wollte verhindern, das dass... Das ist übrigens die deutsche Sprache. Die baut in erster Linie auf Grimmschen Wörterbuch auf. Hier unten, seht ihr das? Das ist übrigens hochinteressant, die ganzen Generationen. Und Sir Thomas Rennings hat es einmal intensiv studiert. Nur das Vorwort der letzten... Was nicht, wie viele Erscheinungen und Verbesserungen sind, kommen sind. Gibt es jedes Mal ein neues Vorwort hier vom Anfang an, was dann dazu kommt, nur im Vorwort an Erklärungen. Im Rechnen sagt man dann, die Arithmetik, die rechnen mir ja nach Adam Riese, nach Adam Ries. Adam. Ich erzähle euch jetzt was. Ich bin der dritte Adam. Und ich bin du. Jemand seine Notizen mal, lesen rein... kann. Wer kann Spiegelschrift nicht lesen? Da guckt man da. Berichtet ab. Frieden Rot ist Krieg. Ist Frieden. Krieg. Jetzt passt du mal auf, was das heißt. Wir machen mal Fri. Das ist im Hebräischen P-F-Ri. Heißt Frucht, Erzeugnis. Ein Ertrag. Und jetzt machen wir Eden. Lustgefüllt Paradies. Die Frucht des, ich gebe euch jetzt die Frucht des Paradieses, ich gebe euch Frieden. Der rot geschriebene Frieden, wohlgemerkt. In dem Moment, wo du was Rotes hast, gibt es was Blaues. Und das ist jetzt die höhere Ebene. Aus Kreis und Dreieck wird der Kegel. Kegel heißt wie eine Welle. Jetzt machen wir mal das rot gewordene Wort Liebe. Rot geschrieben. Und das platzt jetzt auf in Liebe
in Lieben und Hassen. Könnt ihr euch vorstellen? Als Welle. Mach mal einfacher, der Tag rot geschrieben, ein ewiger Tag, heute ist 24 Stunden und dann nennen wir jetzt von dem rot geschriebenen Tag, nennen wir eine Hälfte Tag und die andere Hälfte nennen wir Nacht. Eine Existenz in der Acht, die hat man gerade schon, die weibliche Eins. Das ist, du lebst, du hast eine Existenz in deiner Logik, die du zum Denken benutzt. Das Ganze übrigens, diese Nacht auf Sanskrit heißt Lila und Gott heißt Krishna. Lila Krishna, das wiederum heißt schwarz, Shin Vyaris, hebraisiert. Jetzt fange ich an, über die Sprachen zu springen. Der macht es auch, aber ganz anders. Raumzeitlich, spielerisch, ohne zu wissen, was eigentlich das Ganze bedeutet. Es ist alles, wie ich es auch richtig. Es ist wie wenn einer sagt, das Stück Schlauch ist ein Auto und hat den Benzinschlauch in der Hand. Oder er sagt, das Ding hat den Henkel rechts. Das ist eine Facette von einer Kollektion, aber noch nicht die ganze Kollektion. Wetter ist Regen. Also pass auf, wir haben den Tag, ist Tag und Nacht. Liebe ist Lieben und Hassen. Was euch auffallen sollte, das Blaue, die eine Hälfte, die Plushälfte, lieben heißt, ich will dich haben, ich will eins werden mit dir, hassen, wegstoßen, ist eigentlich Plus und Minus. Tag, hell, Tag, die Plus, die helle Hälfte, Nacht, die Minushälfte. Dass die Plushälfte in der Regel immer denselben Namen hat wie das Heilige Ganze, vom Heiligen Ganzen weiß aber der normale Mensch nichts. Obwohl das jetzt ersichtlich ist, wenn ich es erkläre. Das heißt immer, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Liebe, blau sage, ist es eine Selektion. Ich liebe dich, Andreas. Du weißt doch, wahre Männer, Liebe gibt es nur unter Männern. In dem Moment fallt ihr alle weg. Weil ich selektiere einen raus. Die rote Liebe ist allumfassend. Ich liebe euch. Nicht so schmalz, auch wir sind ja alle Geistesfunken. Das ist eh so kack. Es ist die rote Liebe. Und die musst du in dir wachsen lassen. Das führt uns zum Johannes dem Täufer. Das blaue Ich, ich, blaues Ich, ich Trockennasenaffe muss klein werden, damit er in mir wachsen kann. Das rot geschriebene Er heißt der Erwachte, wach. Weh, ach, wiederum heißt zufällig hier ein doppelt aufgespannter Bruder, das ist der wirkliche Ben. Ich nenne das immer Ber-Udoar. Ber-Udoar. Das heißt, das äußere Udo in einem Kopf. Der Krieg ist auf dem Kopf stehen blau. Ich sage, wir haben einfach nur Frieden ist Einheit, Krieg ist Zerstörung. Es kann nichts auftauchen, wenn du im selben Moment etwas wieder reinfallen lässt. Versuch einmal den Udo anzuschauen und jetzt schau mal hier die der Ilit an. Ildi, mach, wo war die jetzt die ganze Zeit? Schau mal in dich rein, schau jetzt in dich rein, was deine Logik dir sagt. Es ist übrigens kein Unterschied, ob du den Udo das hier anschaust, du schaust immer eine Facette von dir selber an. Wenn du das begreifst, dann wirst du zu Liebe. Wenn du was nicht willst, hast du ein Riesenproblem. Das ist immer so die Kleinigkeit. Ich muss fast nochmal so ein altes Beispiel von mir bringen, dass mir eine Kollektion nennen wir Internet, Gott. Und die andere Kollektion nehmen wir einfach mal einen menschlichen Körper. Das Internet besteht aus unheimlich vielen Internetseiten und dein Körper besteht aus einer Unmenge von Körperzellen und Einzelteilen. Jetzt machen wir jetzt erst einmal größere Kollektionen. Im Internet nenne ich das YouTube, christliche Seiten, Nachrichten, Pornoseiten, Kinderpornografie und so weiter und so fort. Und in deinem Körper sage ich Blutkörperchen, Gehirnzellen, Leberzellen, Darmzoden, Muskelfasern. Das sind unterschiedliche Kategorien in ein und denselben Kollektion, das du Körper nennst und das andere sind unterschiedliche Kategorien in einem Ding, was du Internet nennst. Gut? Jetzt machen wir Folgendes. Normal gedacht. Du stellst dir vor, dass jetzt irgendeiner sagt, ach man hat mir erzählt, ich habe so viel Dreck, so viel Scheiße in mir drin, ich will mit dem Zeug nichts mehr zu tun haben, das will ich alles draußen haben. Dann muss dir klar sein, dass du sterbenskrank wirst. Stimmt oder stimmt? Weil dann fällt dir was zu deiner Heiligkeit. Das gehört zu einem heiligen Körper. Dasselbe passiert, wenn ich anfange, hier Internetseiten wegmachen zu wollen. Du entheiligst die Heiligkeit Gottes. Sobald du nicht begreifst, dass der alles ist, was überhaupt auftauchen kann, was aber ja gar nicht ist, wenn es in der Heiligkeit ist.
Das siehst du schön in der Chemie, dass also Sachen, die sich total widersprechen, eigentlich erst in der Symbiose eine Einheit geben. Das ist die Traumwelt, wenn du die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen erkennst. Was habe ich am Anfang gesagt? Ich predige keine Feindbilder. Wie war das nochmal? Wir denken uns einen Autor, der denkt sich ein Krimi aus. In dem Moment sind all die Figuren, die Charaktere, die Welt, die er sich ausdenkt, wird von ihm erschaffen. Wenn er jetzt sagt, nein, ich will doch keine Bösen haben, keine Verbrecher, dann fällt die Polizei weg. Aber nicht nur das, es fällt der ganze Krimi, das ganze Kategorie Krimi fällt weg. Muss man oft hören. Da sind viele, die haben das schon hier und jetzt ausgedacht vor 20 oder vor 15 Jahren in Almena gehört. Das Almena, wo wir jetzt ausdenken, ist doch hier. Und wenn ich jetzt sage, da ist auch Zürich oder Wien, wo war das Zürich und das Wien jetzt die ganze Zeit? Das war erst wieder da, wie ich es ausgedacht habe. Das ist, mach dir kein Bild von irgendwas da droben. Droben, ganz tolles Wort. DR heißt die Öffnung einer Berechnung. Wenn du die Vatersprache kennst, nur rot-blau. Oben. DR heißt jetzt als hebräisches Wort Generation. Die Generationen. Das ist natürlich hier Sohn vom Sohn von Sohn vom Sohn. Polare Existenz einer polaren Existenz, weil das schwingt sich jetzt gedachterweise als Vorstellung hoch. Wir wollen ja in die Physik gehen, wir kommen ja schon noch. Krieg ist Frieden. Wenn sich ein Politiker vorne hinstellt und sagt, er ist um eine friedliche Lösung bemüht, dann bekomme ich quasi ein bisschen Angst. Moment, ich selbst in der Deutschland wurde früher mit T geschrieben. Teutschland. Wahrscheinlich. Teutonen. Teus. Griechisch. Wird mit einem T geschrieben. Deus, Deus. Lateinisch mit einem D. Ähnlich eine Ableitung von den Teutonen. Und dann haben wir nämlich hier das D stehen, neben den H, nach dem H im Alphabet kommt das I und dann steht da die. Genau das Wort, was es wieder im Deutschen bedeutet. Bei den hier, direkt daneben, kann also Flipchart haben, aber vielleicht kann man mir auch so folgen. Wenn wir uns das Wort Flower angucken, dann sehen wir erstmal überhaupt keine Verbindung zu der Blume. Nehmen wir aber einfach mal das W und spiegeln das. Ich brauche ja nicht mit dem Finger zeigen. Wenn wir das W spiegeln, dann haben wir schon mal, wenn wir die Mitte jetzt lesen, Lome da stehen. Das O steht im Alphabet oder vielmehr bei den hier. Direkt daneben kann also quasi auf U gerutscht werden. Dann steht da schon mal Lume, Flumer. Ein Buchstabe dazu nehmen, wie bei sind, geht natürlich auch in die andere Richtung. So kann ich einen Buchstaben wegnehmen. So nehme ich also das R weg. Und dann steht von da bis da schon mal Lume. Und das geht auch bei dem Tower. Das B. Auch hochinteressant, seine Vorträge anzuhören. Aber die muss eins klar sein. Es ist immer wieder, was du merkst, es ist ihm eingefallen. Er spielt, es ist so wie der Jan, wie er seinen Schöpfungsschlüssel geschrieben hat. Und ich habe dann, nachdem er den Schöpfer, ein gigantisches Werk, und ich habe dann 10, 15 Jahre später, nachdem er den geschrieben hat, habe ich gesagt, jetzt wäre es bloß noch schön, wenn du das auch leben und verstehen würdest, im tiefsten Innern, in dem Alltag, in dem Moment, in dem Alltag. Noch ein krasseres Beispiel ist meine Marion mit der Schattenfrau. Schattenfrau ist voller Weisheit, bin da schon drauf eingegangen, die hat es wirklich geschrieben. Und die sitzt dann, das ist ja schon lang her, weil sie tippt ja, sie muss ja das Geld für uns verdienen, weil ich tue ja nichts, ich verlange ja kein Geld. Und sie fährt im Krankenhaus, die schreibt Arztberichte, Operationsberichte, nur Phono. Und das geht bei ihr, wenn du sprichst, kann die mitschreiben, wenn die das hört, das ist wie so eine Spracheingabe. Und jetzt ist es interessant, irgendwann wollte sie dann auch was schreiben, dann setzt sie sich hin und ich sehe genau jetzt, ich beobachte in meinem Bild diese Figur und sie schreibt und während sie schreibt einfach, was ihr einfällt, sagt sie, Mensch, Hause, bin ich genial. Mai, bin ich genial. Das heißt, es ist irgendwas eingefallen und sie schreibt. Aber glaubt mir, meine Marion, es gibt wenige, die so wenig von der Schattenfrau wissen wie sie selber. Das ist nicht ihre Aufgabe. Sie hat es halt geschrieben. Weiß der Drucker, was das bedeutet, was er druckt? Und jetzt kommt das Brutale bei Holofeeling, es weiß überhaupt kein Gedanke irgendwas. Weil Gedanken sind Schatten auf der Leinwand, das Licht, der Geist weiß es. Das heißt, der kann nur das wissen, was du glaubst, dass er weiß. Und jetzt kommt die große Falle, dass du meinst, den gibt es da außen, auch wenn du nicht dran denkst, weil du das zweite Gebot brichst. Es kommt aus dir und was dir einfällt, kommt wieder. Wir müssen in die andere Richtung gehen. Der Weg von außen nach innen muss führen, der Weg. Und mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg.
ein kleines Gedichtchen. Ganz am Anfang von Ich bin du. Lass mal gut sein, lass mal Zeit sparen, jetzt machen wir mal... Denke ich, alle benutzen irgendwo, weil jeder hat Eltern, Mama und Papa. Und ich bin in der gotischen Sprache, kann ich gleich noch zeigen, in der gotischen Sprache bin ich dann auf ein Wort gestoßen. Ich hoffe, ich schreibe es groß genug, wenn ich muss ich einen dickeren Stift nehmen. Ata. Gotische Wort für Vater. Und dann habe ich mich auf jeden Fall gewundert, denn in der Türkei... Jetzt bitte in den Hinterkopf, ich kann momentan, weil sonst Reis brechen die mir weg. Lass mir nur ein bisschen Zeit. Es sieht definitiv so aus, lieber verschieben wir es nach hinten. Es ist achte Speicher, ich habe gesagt, du musst das Wort Säugling abspeichern und das Wort Dürr, Türkei. Kai heißt im Nichts. Dürr, Kai. Sagen die auch Ata? Heute noch? Das war für mich schon mal der erste Schritt, wo ich gedacht habe, warum nutzen die Türken ein Wort, was im europäischen, mitteleuropäischen Raum benutzt wurde für Vater? Wieso benutzen die dasselbe Wort? Dann habe ich angefangen mal bei den... Ich lasse jetzt das, weil es ihr zu hektisch geht. Jetzt machen wir kurz noch den Landmann. Der Landmann ist einer, den wir uns jetzt ausdenken, der festgestellt hat, ist natürlich alles Spinnerei, der hat die Maya-Hieroglyphen angeschaut und er stellt fest, die ganzen Maya-Hieroglyphen mit ein bisschen an der Fantasie, das ist also nicht irgendwie extrem hingebogen, wenn man das genau anschaut, das sind ja lauter deutsche Buchstaben, da stehen deutsche Namen drin. Deus, Gott. Omen vorkommt, genauso wie das Wort Deut, der Gott, in unendlich vielen Formen. Sie hatten schon zwei, drei andere gesehen, jetzt sehen Sie immer wieder andere. Der wird von der Wissenschaft natürlich unheimlich belächelt, weil er meint, der Ausgang Gott wohnt in Deutschland. Was ja nur teilweise richtig ist. Genau genommen wohnt Gott in Mittelfranken, Franken, die Freien. Da lasst euch überraschen, wenn wir zu die Kaani-Baden kommen. Nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es. Wir wissen mittlerweile, das hebräische Wort für Fleisch, Bescher, heißt auch die göttliche Botschaft. Das sage ich in jedem Wörterbuch. Und jetzt ist natürlich schon Kaani heißt wie ein Ich, Beal in Gott. Kannibale, das sind Fleischfresser. Aber dann haben sie das Wort doch. Bisschen also doch. Kommen. Und schließlich auch ein Wort, das in unheimlich vielen Formen vorkommt. Das Wort Ev, der Ewige, das Gesetz, die Religion. Hier wieder eine andere Form. Ewig, Ewigkeit. Von Ev, dieses Wort kommt sowohl bei Ägyptern als auch bei Mayas, als auch bei anderen weltweit immer wieder vor. Ev, der ewige Gott. Hier sehen Sie zwei Maya-Glyphen aus dem berühmten Codex Trocordesiano oder Codex Madrid genannt, weil er in Madrid seit Jahrhunderten im Museum liegt. Und diese Bilder bilden gleichzeitig den Titelumschlag meines Buches. Und hier sehen Sie zum Beispiel, wie im Kopf dieser Figur... Das ist eine schlechte Aufnahme, aber wenn man das in scharfen Bildern sieht, sieht man das vollkommen, ist hundertprozentig sichtbar. Die ganze Figur besteht letzten Endes aus Buchstaben. Das Wort Gott im Beroschit, im Kopf. Und H-L-I ist verdreht, das müsste eigentlich H-I-L heißen, aber aus ästhetischen Gründen hat man H-L-I gemacht. Das ist das Wort hier, das altdeutsche Wort Heil. Gott hier, also der heilige Gott. Und hier haben Sie nochmal das Wort Gott, C-O. Und C ist A-B-C, ist Aleph-Bet-Gimmel. C ist G, der dritte Buchstabe. Ein C, das etwas... da die Glyphen zum Teil beschädigt sind, nicht mehr so gut zu erkennen ist. Und außerdem haben Sie hier zum Beispiel bei diesem Tier, haben Sie den Buchstaben F-O-N-A, das Wort, altdeutsche Wort Fona, hier haben Sie noch ein S-C-H und so weiter. Hier haben Sie wunderbar, und ich zeige Ihnen jetzt jede Menge Maya-Glyphen mit wunderbaren... Ist sehr spaßig und wenn man ein bisschen hört, klingt man sich sofort ein. Aber es ist nicht, da außen ist nichts. Das kommt immer aus dir. Es ist ein vollkommen anderes Schema. Jetzt noch eins und nachher können wir in die Pause gehen. Das ist jetzt hier ganz, da gibt es ein Update, wo ich irgendwas in Redo, glaube ich, erklärt habe. Das ist also hier ein Junge, man hört es an der Stimme, ausgedachterweise ein Linguist, der wirklich perfekt studiert hat an der Uni,
Altsprachen, Sanskrit, es, hör mal einfach mal, da geht's jetzt. Und hier auf dieser Internetseite, der erklärt viele, viele deutsche Wörter, und zwar so, wie man es, wenn man Linguistik studiert, und das ist ja auch ein Riesenfachgebiet, wie wenn ich sage, du studierst Medizin, dass du weißt, das Grundstudium weißt du fast gar nichts, du musst dann einen Facharzt machen, weil das zerbröselst dann in Fachbereiche ohne Ende und dann wirst du zu einem Fachidioten. Wir schauen ganz kurz, ich mache das ganz kurz nur hier, die Himmelswortschatz Himmel, wo das Wort Himmel herkommt. Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir wollen heute mal was unternehmen, wozu man als Mensch im 21. Jahrhundert kaum noch kommt. Wir blicken in den Himmel. Der Himmel ist ein bisschen zu einem Hintergrund verkommen, das ist ihm zwar ohnehin eigen. Das ist jetzt alles, was du hörst, was er spricht, ist schön, aber wieder alles raumzeitliches Geschwätz. Er rezitiert eins zu eins das, was er an der Uni gelernt hat. Das macht ein Arzt. Und jetzt ist der Witz, sobald du ein Zeitfenster aufspannst, musst du wissen, dass zu allen Zeiten, die du dir ausdenkst, wenn man ein bisschen große Abstände, wenn man das so ein weiterspannen, zu allen Zeiten, was anders gelehrt wurde. Das ist das Verrückte dabei. Die Erde ist eine Scheibe, die Erde ist eine Kugel und immer wieder das Neue, wo ich sage, die klassische ausgedachte Naturwissenschaft ist zu allen Zeiten eigentlich ein Wissens- und ein geistiges Wachstumsverhinderer gewesen. Wenn der ältere Selbstgespräche anhört in der Medizin, zum Beispiel Semmelweis, all das Zeug, es ist immer, wenn die Entdeckungen haben, es hat komplett, die ganze offizielle Naturwissenschaft hat ein vollkommen neues Wissen bekämpft. Weil der ganze Status, es ist immer das, was ich am Anfang erwähnt habe, dieses Vortrags gestern, dass ich sage, wenn du jetzt studierst, du hast irgendwann einmal eine Karriere gemacht und du bist der Professor und jetzt kommt ein neues Wissen, das eindeutig beweist, dass alles, was du die letzten Jahre gelernt hast, das da mal, dass das einzig und allein falsch ist, stehst du da wie ein Depp. Und wenn jetzt das Ego nicht absolut ausgeschaltet wird, schaltest du dich selber weg. Das ist nicht, dass der Geist, wenn du ein Geist bist, wirst du reinkarnieren und reinkarnieren, wie ich sage, du wirst bis in alle Ewigkeit diese Scheiße leiden und dann kommen wir wieder im Hinduismus, die ja das aufhören wollen. Jetzt muss ich aber, dass die Pause macht, sonst jetzt hätte ich eine schöne Geschichte dazu. Lass uns das ganz kurz. Aber heute ist er eigentlich nur noch ein Grau- oder Blaustufenverlauf. Ich fahre jetzt da mal wen rein. Dann sagt man, da bin ich also schon enttäuscht. Der Dschungel. Sprachen mit. Alles materialistisch. Weil es doch einige. Ich muss da suchen, jetzt haben wir. Peter des Ostgermanischen, heute ist dieser Zweig ganz Hier so ein V-Bad, Heaven. Und die. Das ist jetzt werden. Offizielle materialistische. Aber dazu gab es auch schon im Niederdeutschen immer schon den Himmel. Jetzt muss ich da oben, brauchen wir den Ding, kleinen Moment, das baut sich jetzt auf, da erzählt er ziemlich viel. So, jetzt kommt er doch. Da sind wir doch schon langsam. Der nach dem Gott, der danach auch benannt ist. Dann hätten wir auch noch das Uran zum Beispiel als Element, das ist auch nach Uranos benannt. Und die Etymologie von diesem Wort ist eigentlich recht einfach und auch klar. Es steckt darin das Wort Urin, können wir daran finden, das kommt der Sache schon ziemlich nahe. Beim Urinieren, ja, da tröpfelt es, danach ist das benannt, da steckt also ein altes Wort für Tröpfeln drin. Es geht also um den Regen oder den Himmel als Befeuchter. Das hat mit dem Feuer zu tun. Der Mose kommt doch zu dem brennenden Dornbusch. Jahwe, zu mir. Der Mose kommt zu mir auf den Berg. Berg, BRG, heißt immer Weckengeist. Hebraisiert. Der kommt zu mir und das Erste, was ich zu ihm sage, zieh deine Quadratschlossen aus, deine Sandalen aus, das ist heiliger Boden, wo du stehst. Und es war dargestellt als ein brennender Dornbusch. Dorn haben wir wieder. DR heißt eine Generation. Und dieses brennende Dornbusch, das Feuer, ist jetzt brennen übrigens Polaritäten, B, lies einfach mal B-Polaritäten rennen. Das ist das hier. Das sind deine Lügen, die du verbreitest, deine Gedankenwellen, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Das ist übrigens interessant mit diesen, zieh deine Schuhe aus, der Boden ist heilig. Schuh schreibt sich auf Hebräisch 50, 70, 30. 70, 30 ist ein Joch. Hochgehoben, das heißt eine Existenz, die hochgehoben wird. Da steckt auch die Radix von Einhüllen drin. Wenn ich sage, zieh diese Existenz, die du hochhebst, deine Gedankenwellen aus, du bist heilig, das ist im Meer selber, im Meer gibt es keine Unterschiede. Das ist Einheit, ein Kontinuum, lückenloses Wasser. Wir sind beim Urin, der Ur, das Ur, diese aufgespannten Berechnungen sind Innen. Und das Innen ist Franken. Drum sagt man zum Beispiel, bei uns hast du Feier, brunst in die Angst, das brennt auch.
Erde. Es findet sich auch eine ähnliche Form, Vashati im Altindischen, bedeutet da tatsächlich auch regnen. Und im Lateinischen hat... Moment, ich will so... ein Wort gegeben hat, ein urindogermanisches für den Himmel, das sich dann aber in eine andere Richtung entwickelt hat. Der führt da jetzt, klafft. Ich muss da unten hin. Der führt jetzt langsam, ich will das Wesentliche, wo wir hinkommen. Wir müssen schauen, wo wir hinkommen. Dann also eine Lücke, was den Himmel angeht und germanischen für jetzt, den jetzt Himmel. Haben gleich. Die Jeus, ja, so eine technische Aussprache, es handelt sich um eine technische Rekonstruktion. Und dieses Wort bezeichnet ursprünglich den strahlenden Tageshimmel. Also den Himmel in seiner gesamten Blauheit, in seiner Bläue. Aber dieses Wort hat sich dann eben, weil es so einen starken Bezug zum Tag hat, in die Richtung Tag weiterentwickelt. Das können wir im Lateinischen sehen. Da haben wir dies, das wäre die eine Richtung. Das ist der rote Tag. Und der spaltet sich in Tag und Nacht in die helle Hälfte und die dunkle, die kommt nicht danach, sondern denk wieder an unsere Kugel, die sind immer gleichzeitig da. Der rote Tag ist Tag und Nacht gleichzeitig. Dies, wenn du in dem Moment, wo du rot wirst, kommt jetzt Deus, kommt Gott. Auch im Deutschen hat es etwas mit Tag oder Tageszeit zu tun, nämlich steckt es in dem Wort gestern oder Englisch yesterday, Schwedisch igår, Isländisch igjær. Da ist der Gedanke folgender, dass wenn man am Abend vom Tag spricht, ist der Tag schon vergangen. Eigentlich ist der Tag dann schon zu Ende und so haben wir bei uns im Germanischen dann diese Bedeutung gestern, wo wir sehr häufig bei solchen Kontinuanten im Lateinischen die Bedeutung heute noch finden. Da kommt's eben. Was natürlich interessant dabei ist, dass jedes Wort immer zwei Seiten hat. Das zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, das habe ich vorher gesehen, das ist doch Vergangenheit. Das habe ich vorher schon gesehen. Oder ich habe es vorhergesehen und dann bezieht sich das Vorhergesehene auf das Vorhersehen einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Darauf an, wann man den Tag für beendet erklärt. Und die andere Bedeutung ist die, die wir zum Beispiel im Griechischen haben. Aus diesem Wort ist der Zeus geworden, also der Himmelsgott. Auch das finden wir im Lateinischen. Da hätten wir einerseits den Dios, das ist der Gott. Deutschland. Auch hier in der Entsprechung von Zeus. So, jetzt haben Jupiter, wir. Dieses J davor. Das J-U-B, interessant, mit 2 B geschrieben. Bitte ist eine Kurzform, Konsonanten rausschmeißen, ist Pade, ist Vater. Das heißt, Gott-U-B ist euer Vater. Jetzt dürft ihr in die Pause gehen.